Na, dann fangen wir doch mal mit Synchronisieren an. 3, 2, 1, stack! Oh, ja. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, ob das alles so funktioniert. Er könnte ein bisschen aufrechter. Naja, hoffentlich hält er das überhaupt bei dem Fahrtwind. Naja, angeblich wird ja alles Gewackel von dem guten Stück aufgefangen. Hau ruck! Ist immer wieder schön rückwärts den Berg hoch. Da lobe ich mir den Rückwärtsgang von der LT. Eines schönen Tages werde ich hier ein Förderband einbauen. Jawohl. Einen Motorrad. Treppe, Rolltreppe, Treppenroller, was auch immer. Ratzet die Fußrasten weit vorne bei dem Ding. So, brumm. Wenn ihr mich wieder mal so schön schnaufen hört, erinnere ich euch sicherheitshalber daran, ich bin ein älterer, übergewichtiger Herr. Und außerdem steckt das Mikrofon mehr oder weniger in meinem linken Nasenloch. Anders lässt sich das ja hier an dem glatten Helm inneren nicht befestigen. Ich bin schon außer Atem, bevor es losgeht. Bevor ich den ersten Meter selbst geschoben habe. So, wo wollen wir da mal hin? Rechts rum, links rum. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal links rum. Ja, wenn Corona irgendwas Gutes hat, dann die leeren Straßen. Wo sind die Fußresten noch? Da ganz vorne her. Klappe zu. Ja, ihr seht schon, ich habe heute mal die neue Angeberjacke an. Und für eine Angeberjacke braucht man natürlich auch ein Angebermotorrad. Ich dachte mir, diese zwei, die passen zusammen. Ja, ne, ich gucke ja bei eBay immer gerne mal nach, ob nicht irgendjemand der Meinung ist, seine tolle Lederjacke bringt bei eBay gebraucht noch richtig viel Geld. Und dann wird er überrascht, wenn er bestenfalls ein halbes Butterbrot dafür kriegt. So, mal den Schrob wieder reinwummeln. Heute mal mit der anderen Hand. Brumm, ja genau. So wirklich warm ist der Motor ja noch nicht nach den 3 Metern. Aber heute 20 Grad haben wir draußen. Ich glaube fast, bei dem Wetter ist es illegal, nicht Motorrad zu fahren. Deswegen wird auch wahrscheinlich sich meine Fliegerei-Geschichte, da gibt es eventuell heute doch kein Video mehr, vielleicht morgen. Ja, ich versuche jeden Tag eins zu machen, aber das klappt auch nicht immer. Manchmal produziere ich auf Vorrat, dann klappt's. Aber manchmal habe ich entweder keinen Bock oder keine Zeit oder die Technik nervt mich und dann mache ich was anderes. Apropos Technik, diese Kamera hier, die Insta an meiner Hand, die ist natürlich wackelig, ne? Die sitzt jetzt im Fahrtwind und schaukelt emsig hin und her. Bis jetzt hat sie auf elektronischem Wege ausgezeichnete Arbeit darin geleistet, irgendwelche Verdreher, Wackler oder sonst was gleich bei der Aufzeichnung schon auszubügeln. Naja, wir werden sehen, wie gut das klappt. Jedenfalls ist die Kamera jetzt auf meinem Handschuh montiert und weht im Fahrtwind. Also wenn es zittern sollte, sei ihr das ernsthaft nachgesehen. Das ist denn schon die schwierigere Version von Entwackeln. Ne? Oben auf dem Kopf ist das ja eine Lachnummer für die Kamera, aber ja, hätte lange nichts mehr von mir gehört. Was gibt's Neues? Eigentlich nichts. Naja, also erstmal muss ich die Motorräder wieder zum Leben erwecken. Die blaue, also die K1200 LT, alles gut, musste eine komplett neue Batterie ein. Die alte war bei 10,4 Volt, also die war wirklich mausetot. Ja, neue Batterie und alles ist gut, läuft wieder, Rasenmäher, ganz prima. Dann die F650, auch bei der alles gut, hat den Winter gut überstanden, läuft 1A. Und bei ihr hier, das wusste ich ja schon vorher, musste ich den Benzinhahn ausbauen und alle Dichtungen erneuern, weil die war nicht ganz dicht. Das hat sie mir mit mir gemeint, sozusagen.
Das ist auch ziemlich gemein. Vor allem, wenn man irgendwann dann doch mal zum TÜV muss mit dem Ding. Und ja, war dann irgendwie doch natürlich wieder mal die Schrauberei alles ein bisschen länger als gedacht. Mit Muskelkater, weil man so irgendwie von unten drunter halb arbeiten muss. Sie hat ja keinen Hauptständer, sondern nur einen Seitenständer. Und natürlich ist der Benzinhahn auf der tieferen Seite. Aber hat ja alles funktioniert. Ja, wenn man das oft genug gemacht hat, dann ist es auch kein grundsätzliches Problem mehr. Ich musste eben erstmal ganz doll die Kameras aufladen. Die haben ja auch den Winter über eigentlich mehr oder weniger nur gelegen. Das muss man direkt mal nochmal sagen. Die haben ja mehr oder weniger den Winter nur gelegen. Ja, klingt gut, ne? Meine Zunge funktioniert noch. Und ja, alles gut soweit. Läuft, ich hoffe jetzt, ne, also die Videokamera, die war vollgeladen und die Audioaufzeichnungskamera, eine alte GoPro, hallo Freunde, die war noch nicht so ganz voll, aber wir hoffen mal, dass das reicht. Die ist sowieso auf 720 Bilder pro Sekunde oder, nee, Auflösung, 720 mal wenig Bilder, damit sie möglichst wenig Strom verbraucht. Und ja, ich soll nur Ton aufzeichnen, ne? Ansonsten schönes gelbes Bild. So, mir ist übrigens aufgefallen bei der Motorradfahrerei der letzten Tage, dass scheinbar immer weniger Motorradfahrer zurückgrüßen. Ist das irgendwie so, dass die jungen Leute die Grüßerei nicht mehr mitmachen oder dass sie in den Fahrschulen beigebracht kriegen, grüßt bloß nicht? Oder bilde ich mir das bloß ein? Wahrscheinlich bilde ich es mir nur ein, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ich bin ja von einer von denen, die nur mit den Fingern grüßen. Ne? Also ich lasse die Hand auf dem Lenker und hebe dann die Fingerchen an. Und da ich ja zweifarbige Handschuhe anhabe, also schwarz und braun, denke ich mal, dass der Farbwechsel vom Gegenüber ganz gut erkannt wird. Ja, also diese Jacke, diese Fransenjacke für Angeber, passt definitiv zu diesem Motorrad für Angeber. Der Pöbel gafft, das Volk freut sich. Ja, ich glaube, meine Stiefelettchen, die Hosen schon wieder drüber gerutscht. Naja, sei es drum. Ich habe recht ausführlich gemotorradfahrt die letzten Tage, weil das Wetter war einfach so schön. Wenn auch nicht mal so schön wie heute, sondern insgesamt einfach schön. Und habe festgestellt, dieses Motorrad ist das unbequemste. Am bequemsten ist jetzt nicht ganz unerwartet, dass der große Reisedampfer. Und auch auf der F650 sitzt es sich recht kommod, wenn natürlich auch völlig anders. Und auf der hier, na, wahrscheinlich wegen der Affenhaltung, da merkt man halt den Podex etwas früher als bei anderen. Da ließe sich sicherlich durch eine angemessene Sitzbank was Besseres herstellen, eine höhere Ebene der Bequemlichkeit, die meinem Alter, meinem Ansehen und generell meinem Wesen natürlich angemessen wäre. Aber leider werden sich relativ wenig Leute finden, die sagen, ja klar, ich schick dir die Sitzbank mal zu, dann kannst du sie mal Probe fahren und wenn sie dir nicht geschickt, schicke ich sie einfach zurück. Das wird so nicht gehen. Das heißt, man kauft dann blind und womöglich stellt man fest, sehr schick, aber genauso unbequem. Ja. Ja, irgendwas rasend Wichtiges lag mir sonst auch noch. Ah ja, richtig, eigentlich bin ich fürchterlich krank. Gestern bin ich doch tatsächlich aufgewacht. Also ich wache sehr häufig auf, meistens mindestens einmal am Tag. Und auf unsanfte Weise durch Schmerzen. Und hatte schon wieder gedacht, du Scheiße, es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, da dachte ich, die Niere meldet sich mal wieder. Und wer schon mal eine Nierenkolik hatte, und ich hatte deren zwei, der weiß, dass da Freude aufkommt und das Krankenhaus auch gerne einen RTW schickt, weil man nicht mehr selber Auto fahren kann. Und nachdem ich mich ein, zwei Mal erbrochen hatte vor Schmerz, dachte ich, ja, das ist es wohl. Dann habe ich irgendwie zu Novalgien gegriffen. Das habe ich zum Glück auf Vorrat hier noch liegen. Und war dann verblüfft. Normalerweise hilft einem bei einer Nierenkolik Novalgien auch nicht mehr. Da ist eigentlich nur noch Morphium angesagt. Zumindest beim ersten Anlauf. Und eigentlich ging es dann nach einiger Zeit wieder. So dass ich mir dachte, Mensch, vielleicht kannst du das Krankenhaus ja doch sparen.
Und dann habe ich dann irgendwie abends noch umgestellt auf Ibu, weil Novalgien mir dann noch schon ein bisschen heftig vorkam. Wieder ein Entgegenkommender. Hallo, der grüßt. Ja, und weil ich auch irgendwie, also dann den Rest des Tages eigentlich schmerzmittelfrei war. Jetzt ist also die aktuelle Theorie, dass es eine Blasenentzündung sein könnte. Es wurden auch schon, als Konkurrenz dazu wurde auch schon erwähnt, es könnte ja auch Grieß sein, also Nierengrieß, der abgeht und entsprechend schuppert. Und wenn man zweimal in der Richtung schon aktiv war, dann ist das ja nicht völlig ausgeschlossen. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, also man könnte da durchaus recht haben. Weil eine Nierenkolik, die kommt schubweise. Also so 10 Minuten pure Hölle, dann wieder 10 Minuten gar nichts und dann wieder 10 Minuten pure Hölle. Und das hier ist eigentlich durchgehend, nicht Hölle, aber naja. Also schon unschön. Ne, macht keinen Spaß. Und jetzt im Moment, wo ich hier drauf sitze, merke ich eigentlich nicht viel davon. Einerseits, weil ich eine Ibu 600 eingeworfen habe. Na, das probieren wir mal nicht. Wir wollen die armen Autofahrer nicht zu sehr durch den Tüdel bringen. Ne? Und andererseits, weil es relativ wenig wirkt. Also es ist nicht so schlimm, sondern es ist mehr lästig, ne? Wenn es im Gekröse irgendwo zwickt. Naja, schön. Ne? Also ich plane, spätestens zum Wochenende wieder genesen zu sein. Das ist zumindest der Plan. Und dann werden wir alles Weitere sehen. Aber so oder so, ich werde es wieder mal überleben. Ja, ja, alt werden ist eben kein Zuckerschlecken. Obwohl ich ehrlich gesagt doch ganz schön viel Zucker schlecke, wenn man es ganz genau nimmt. Naja. Ja, aber abgesehen davon ist mein Leben eigentlich erfreulich ereignislos. Weil ein gewisses Alter und eine gewisse Gesetztheit erreicht hat, dann ist es schön, wenn nichts passiert. Wenn man nirgendwo hin muss und wenn man eigentlich im Wesentlichen die Füße hochlegen kann. Apropos Füße hochlegen, ich drehe die Kamera noch ein bisschen nach vorne. Ja. Meine Kamera ist zwar relativ egal, weil sie 360 Grad macht, aber es gibt eine Schnittstelle zwischen vorn und hinten. Und je weniger die auch nur ansatzweise in eine Richtung zeigt, wo sie auffällt, desto gut. Der Berliner vor mir, der meint es auch ganz vorsichtig. Naja, wir haben glaube ich noch hier Tempo 50, wenn ich es richtig sehe. Von daher sei es ihm gegönnt. Mittlerweile pfeife ich übrigens auf diese Foto-Dings-da-Verordnung, weil sie gilt sowieso nur für Gewerbliche und Vereine, nicht für Privatpersonen. Es bleibt natürlich trotzdem das Persönlichkeitsrecht bestehen. Also wenn der meutert da vorne und sagt, du, hör mal, ich möchte aber nicht, dass du bei YouTube mein Kennzeichen zeigst, damit jeder weiß, dass ich an dem Tage in der Nähe von Osterholz-Scharmbeck gewesen bin, dann werde ich sofort rausnehmen. Ich bezweifle allerdings, dass es jemals irgendwen juckt. Ja, es sei denn, er ist Profikiller oder so und möchte nicht, dass seine Ehefrau davon spitz kriegt, wo die Kohle herkommt. Wobei es den meisten Frauen wahrscheinlich ziemlich egal ist, wo die Kohle herkommt. Hauptsache, es kommt Kohle. Bin ich froh, dass ich keine habe. Also keine Ehefrau. Deswegen habe ich ja noch Kohle. Oder wie ein Baulöwe, den wir damals in Florida kennengelernt haben. Carl Gemina. Ich weiß nicht, ob er noch unter den Lebenden weilt. Er war damals schon recht betagt. Und das Ganze war irgendwie, glaube ich, 88 oder so. Und der sagte, als ich ihn fragte, are you married? Und er sagte nur, no, that's why I smile a lot. Ha, 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 ha. Don't marry, be happy. Langsam wird es aber nervig. Ich hoffe, der Berliner muss irgendwo hin. Also irgendwo anders hin. Da, wo ich nicht hin muss. Nicht, dass ich irgendwie vorhabe zu heizen, aber irgendwie so ein schwarzes Ding da vor der Nase. Na, muss ja nicht sein. Ja, was könnte ich euch bloß noch erzählen? Ja, also auf meinem Herumfliegerkanal. Da bin ich mittlerweile ja mit der Umrundung von Afrika fröhlich beschäftigt, mit großem Spaß und Vergnügen, mit diversen Flugzeugen, wobei sich, ach guckt euch die Spritpreise an, super, 1,18,9,
Ja, dafür kann man eigentlich schon mal mit der Pest arbeiten, wenn der Spritpreis dafür runtergeht. Ne? Oh, er biegt ab. Das ist sehr rücksichtsvoll von ihm. Übrigens zu unserer Linken, was ihr jetzt nicht sehen könnt, eine ehemalige Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, immer wieder schön, ne? Dass ich auf solche Absonderlichkeiten aufmerksam mache. 70 sind erlaubt, also wollen wir es nicht übertreiben. Da ich weiß, wie viel der Tacho hier, dieser Tacho, vorgeht, kann ich auch so ungefähr sagen, wenn ich 80 fahre, bin ich durchaus noch im grünen Bereich, dann bin ich in Wirklichkeit irgendwo bei eben über 70. Also 10% kann man hier locker machen, wenn ich 72 echte, vielleicht sogar etwas über 80, dann wäre ich sagen wir 75 echte und dann ist alles gut. Hinter mir kommt schon einer, der drängelt und schneller will. So, es fiel geradeaus, da ist Platz zum Überholen. Macht er nicht, er hat Angst vor meiner Jacke. Kann ich gut verstehen, ich sehe bedrohlich aus. Besonders auf diesem Hobel hat man eigentlich den Verdacht, es könnte ein Rogger sein. Wobei mit Rogger meine ich noch die Typen, die auf Motorrädern sitzen. Nicht die Typen, die Straßenbanden bilden und nicht mal wissen, wie ein Motorrad aussieht. Was ist ein Rogger? Ein Rogger, das ist der Patch hinten drauf. Es gibt bestimmt noch einen. Oh, jetzt überholt er, ja. Jetzt, wo ich Gas gebe, will er überholen. Na schön, mach mal. So. Ich weiß nicht, ob noch ein Unterschied zwischen Rocker und Patch ist, aber der Rocker ist eigentlich, ich glaube, nur das Bild oder das Ganze. Ach, ich habe noch nicht so die Übersicht. Ich sehe, die Kamera schüttelt jetzt schön im Fahrtwind. Das tut ihr gut. Dabei werden die Elektronen alle schön wieder neu eingenordet. Ja, mein Vordermann hat es eilig, das ist für mich natürlich gut. Ach, jetzt bremst er ein. Ja, super. Ne, für die 3 Meter musst du aber noch überholen, weil die 10 Stundenkilometer mehr, die sind die Sache einfach wert. So, freie Bahn mit Marzipan und Achterbahn. Hui! Ja, alles gut. Tachonadel zeigt knappe 120, das ist ein bisschen viel, also nehmen wir noch etwas raus. Wenn wir 110 sind, sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dann fahren wir nämlich nur 100 echte. Ja, ich weiß, ich messe meine Tachos grundsätzlich mit GPS genau aus, um zu wissen, was ich eigentlich genau fahre. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, aber die Straßenverkehrszulassungsordnung sagt, ein Tacho darf 10% plus 4 Stundenkilometer zu viel anzeigen, aber nicht zu wenig. Und demzufolge ist der absolut größte Teil der Tachos wegen der Serienstreuung so eingestellt, dass sie so um die 10% zu viel anzeigen. Naja, und ich messe es dann halt gern ab. Albtraum, nee, Albstedt. Hier gibt es Kopfsteinpflaster. Keine Heftpflaster, sondern Kopfsteinpflaster. Oh ja, Mann. Die Rollerfahrer starren mich entgeistert, um nicht zu sagen, hemmungslos neidisch an. Das vollkommen zu Recht. Wenn ich Roller fahren müsste und würde dann jemanden mit so einem Schlachtschiff sehen, in einer so schicken Jacke, dann würde ich auch sofort sagen, boah, was ein Poser. So, und vor mir 2 Fahrzeuge aus Bra, die 30 Stundenkilometer sehr genau, sogar übergenau nehmen. Die fahren also ungefähr 20 echte jetzt. Hier gibt es einen Spruch, vor Otz und Bra und Fähr und Ott beschütze mich der liebe Gott. Das sind die örtlichen Verkehrszeichen, Autokennzeichen. Die suchen bestimmt eine Adresse oder sowas. Hier wird sich ständig geweigert, den Straßenbelag mal neu machen zu lassen. Vermutlich um die Heizer zu entmutigen, aber auch um alle Pappnasen so richtig in Schwung zu bringen. Boah, er wird immer langsamer, ey. Gleich gibt die Mühle rum. Ich bin schon bei 20 nach Tacho. Ja, jetzt gibt er Gas. Nicht, weil das darf, sondern weil hier wieder Asphalt ist. Ich liebe auch Leute, die vor Bahnübergängen, also solche mit Schranken, ne, wo dann extra nochmal auf Fußgängergeschwindigkeit runterbremsen, um auch ganz vorsichtig über die Gleise zu hoppeln. Unwissend der Tatsache, dass dann die Karre natürlich richtig schaukelt. Wenn man einfach normal drüber fährt, dann merkt man es kaum. Aber wenn man langsam fährt, je langsamer, desto schaukelt. Ja, mein Gott. So sind sie, die Leute.
Oder zumindest die. Ja, jetzt wird gebremst auf 50. Leider haben wir Gegenverkehr, sonst wäre ich fast versucht. Ah, ein Landmann mit seinen Rauzis. Ach, richtig, ich weise der Vollständigkeit halber wieder mal darauf hin, dass Ton und Bild keinerlei Verbindung miteinander haben, außer vielleicht der Tatsache, dass ich sie später rückwirkend synchronisiere. Das heißt, während ich an der Videogeschichte herumschnipsele, um sozusagen ein Video zu erstellen, weiß ich noch nicht, was ich in derselben Zeit gesammelt habe. Weiß also auch nicht, wo ich dann gerade mit der Kamera hingucken muss. Und so kann es immer wieder sein, dass ich Dinge kommentiere, die in der Kamera überhaupt nicht zu sehen sind, weil ja, ne, dumm gelaufen. So, die Kamera hängt ein bisschen nach hinten jetzt vom Schaukeln und Winden. Also klappen wir so einen Tick nach vorne, bis es alles wieder passt. So. Ach, wie schön. Ende 50. Ja, 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 ja. Und was erreichen wir gleich? Ganz einfach. Gleich erreichen wir als erstes auf der rechten Seite die Autocrossbahn, Hope. Ja, es gibt hier eine Autocrossbahn. Wenn also jemand Bock hat, auf die billigste Art und Weise Motorsport zu betreiben, da hat er sie. So, die biegen jetzt einen Feldwege, um Kühe umzukippen oder sowas. Keine Ahnung. So, da ist die Autocrossbahn Hope. Und geradeaus über die Kreuzung, wo wir jetzt nicht hinfahren, da ist das Offroad-Gelände Hope oder Offroad-Park Hofer heißt es, glaube ich. So, viele, viele feindliche Autos. Der biegt ab, da kommt keiner. Kann man genüsslich langsam, um nicht zu sagen geruhsam, auf 70 hochbeschleunigen. Ah, man muss die Gänge schon ganz reintackern, ne? Dann geht das besser. Wie schnell bin ich? Strich 80 nach Tacho. Dann bin ich wieder mal mit 72 Echten unterwegs. Nach 73 Echten. Was sagt denn hier der Sprit? E10 1199. Ich werde wahrscheinlich in einem halben Jahr oder vielleicht noch in einem Jahr, wenn ich dieses Video mal wieder sehe und Corona Geschichte ist, dann werde ich weinen, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht irgendwie jeden verfügbaren Benzinkanister bis zum Rand voll gemacht und eingelagert habe. Hier wohnt übrigens irgendwo mein Papagei, irgendwo zu meiner Linken. Hier ist irgendwo die Papageienauffangstation Hoppe. Habe ich schon mal erzählt, ich habe irgendwie 20 Jahren mich mit so Grüntier rumgeschlagen. Ich glaube, da war er gerade. Und dann habe ich noch Nachtschicht geschoben als Wachbär und dann saß der Papagei wirklich nur noch dumm rum. Habe ich gesagt, das kannst du nicht machen. Also so ein Papagei kann man nicht einzeln halten und schon gar nicht, wenn man selten da ist, das geht nicht. Und dann habe ich hemmungslos gesucht nach einem perfekten Heim für das Schnabeltier. Was gar nicht so einfach ist. Die Tierparks nehmen solche Vögel nicht. Also wenn ihr sowas habt, könnt ihr euch gleich schenken. Walsrode und Co. Die sagen gleich, nee, danke, fehlgeprägte Vögel haben wir schon genug. Naja, und die hier, na, die Archie heißt das Ding, glaube ich, die haben sich erbarmt, ihn aufzunehmen. Aber auch nicht etwa, weil ich Platz brauchte für ihn, sondern weil sie sagten, ja Mensch, wir haben eine Mikra, eine einzelne. Also Amazona, Amazonica Mikra. Das ist so ein bisschen kleiner als ein Blaustein Amazone. Ist aber im Grunde dasselbe in grün oder in blau, je nachdem. Und da wäre natürlich ein zweiter ganz praktisch. Ja, Glück für mich. Pech für die, weil er was hat gemacht. Er hat sich stattdessen einen anderen Vogel ausgesucht, den er toll findet. Oder den sie toll findet. Vermute ich fast. Ich vermute, dass es eine sie war. Was heißt war, ist immer noch. Und seither unterstütze ich den Verein monatlich mit einer übersichtlichen Spende, wenigstens so ein bisschen an den Futterkosten mal beteiligen. Und ja, mittlerweile ist ihm, glaube ich, oder ihr, dieser Partner weggestorben. Und jetzt hat er sich, ist ja klar, an Aha herangeschmissen. Ja, jetzt lebt er, also das ist der aktuelle Stand meines Wissens, mit dem Ara zusammen. Naja. Ne? Also irgendwie, ne, das Leben findet immer wieder einen neuen Weg, um zu sagen, ha, 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 ha.
Der Mensch denkt, Gott lenkt. Der Mensch dachte, Gott lachte. So, jetzt schwenken wir so ganz allmählich auf Heimkurs. Ich hoffe, die Audioaufzeichnung läuft überhaupt noch. Videoaufzeichnung blinkt mich an, also von daher weiß ich, das geht noch. Und die Sonne lacht. Ach, ist das schön. Und meine Eieruhr hat vorhin 20 Grad gesagt. Ey, 20 Grad. Kann das Leben schön sein? Ja, es kann. Und zum Glück haben wir hier in zumindest Osterholz-Scharmbeck bzw. Niedersachsen, da dürfen wir noch mit dem Motorrad rumfahren. Na, trotz Corona. Mit anderen Bundesstaaten ist das Bundesländern ist es inzwischen auch schon verboten. Hier nicht. Hier dürfen bis zu 2 Personen auf einem Motorrad sinnlos umherfahren. Einfach weil es schön ist. Und natürlich, weil man selbst zu zweit auf einem Motorrad beim besten Willen niemanden anstecken kann. Nicht mal, wenn man sich Mühe gibt. Insofern macht es einfach Sinn. Außerdem, die Leute gehen sich schon genug auf den Keks, wenn sie in der Wohnung eingesperrt sind. Dann lass sie doch raus. Hui. Achso, bin schon im 5. Ich liebe die Ganganzeige an der LT. Das finde ich toll, wenn einem so mit einem Blick gesagt wird, du bist im so und so vielen Gang. Auch toll finde ich, wenn man versuchsweise am Ganghebel hebelt. Und der nach oben hin ins Nichts geht, sodass man weiß, ah, ich bin schon im obersten Gang. Und blöd finde ich, wenn man nach oben hebelt, hat einen Widerstand und darf raten, wo man jetzt eigentlich ist. Ja, ist normalerweise für jemanden, der nur ein Motorrad hat, ist das ja alles kein Ding. Ne? Der hat einen Popometer für sowas. Aber ich fahre halt nur gelegentlich und dann auch noch verschiedene. Ja, und dann ist guter Rat nicht unbillig. Nicht unbillig. Doch, guter Rat ist unbillig. Nicht unteuer müsste es sonst heißen. Wir müssen grammatisch aufpassen, dass wir immer im grünen Bereich bleiben. Ich bin ja scharf auf den Grimme-Preis und da muss grammatisch alles korrekt sein. Vor allen Dingen unterscheidet man sich auf diese Art und Weise durch den korrekten Gebrauch der Sprache von den bildungsfernen Schichten, mit denen ich keinesfalls zusammengewürfelt werden müsste. Dass ich eben keine Sekunde verstreichen, ohne rauszuhängen, wie unfassbar schlau ich bin. Ganz zu schweigen von schön, wohlgeformt und allgemein ein geschätzter, angenehmer Mensch. Ich würde mich auch als Superschurke eignen, wenn ich den angemessenen Ehrgeiz hätte. Ich selber übrigens bin der Meinung, dass es mir komplett an Ehrgeiz gebricht. Also irgendwie habe ich nie den Drang gehabt nach höherem, war mir alles ziemlich egal. Genug Geld und genug Ruhe und puh, mehr brauche ich auch nicht. Und jemand anders hat hingegen gesagt, er bzw. sie würde keinen Menschen kennen, der ehrgeiziger wäre als ich. Und auf meinen verblüfften Gesichtsausdruck, der mich ziemlich dämlich hat wirken lassen, vermutlich zu Recht, kam dann die Erklärung, wehe, irgendwas funktioniert nicht. Dann sitzt du da stundenrund. Wenn es sein muss, tagerund, irgendwann hat das zu funktionieren. Und wenn es eine Woche dauert, natürlich mit Schlaf und Esspausen, viel Schlaf und viel Esspausen, irgendwie habe ich es dann doch zum Laufen. Notfalls lese ich mich sogar schlau, was dank YouTube heutzutage viel einfacher ist. Das ist auch eine Sichtweise, ne? Das stimmt schon. Also, wenn ich mir angucke, was ich an meinem Flugsimulator am Basteln und am Schrauben und am Machen und am Tun bin, bis irgendeine weitere Scheiße funktioniert, könnte da was dran sein. Ja, jetzt dauert es auch nicht mehr lange, gleich sind wir wieder zu Hause. Nochmal eben rauf auf die Schnellstraße. Ich wollte gerade sagen, dem Schnarchaffen hier vorbei, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Ne? Das sind außerdem zwei von der Sorte. Und wir laufen gleich wieder auf Stadttempo auf. Ja, wo Tempo 100 ist, da reichen 70 völlig, ich weiß. Man will ja auch ein bisschen was von der Landschaft sehen und das Butterbrot muss ausgewickelt werden. Und Emmy sagt, könnt ihr vorher nicht so schnell?
Sonst fährst du noch gegen Baum und du weißt, was das kostet. Wie heißt das auch? Baumfrevel. Das ist ein Paragraph. Kein Witz. Ich glaube sogar im Strafgesetz. Oh, da ist einer gegen gedengelt. Hoho. Ja, Baumfrevel ist wirklich ein Paragraph. Es gibt einen anderen Paragraphen, der verbietet das Herbeiführen einer thermonuklearen Explosion. Also Atombombenzünden ist in Deutschland per Gesetz verboten. Da bin ich sehr beruhigt. Dann kann nichts passieren. So ähnlich wie mit dem Waffengesetz, über das ich ja öfter mal herziehe. Man muss einfach nur den braven Bürgern Waffen verbieten und dann passiert auch nichts mehr. Weil die Bösen halten sich ja ans Waffengesetz. Einige Paragraphen des Waffengesetzes wurden jetzt eingeführt und sogar verschärft. Mit Hinweis auf Terrorismus. Weil wir ja wissen, dass Terroristen sich ihre Waffen auf Waffenbesitzkarte besorgen. Und niemals gegen sowas verstoßen würden. Es gibt sogar dieses, was die Amerikaner schon für Schwachsinn hielten. Diese 10-Schuss-Begrenzung für Magazine, das gibt es jetzt auch für Deutschland. Das heißt, ich muss dazu vielleicht erwähnen, der Besitz von Magazinen ist frei. Also man muss nicht mal 18 sein, man kann so viele Sturmgewehr-Magazine besitzen, wie es einem gefällt. Kompliziert wird es dann beim zugehörigen Sturmgewehr. Also der Magazinbesitz ist generell frei. Es sei denn, jetzt neuerdings ist ja der Besitz von Magazinen für, ich glaube, Kriegswaffen? Keine Ahnung. Also das, was sowieso nur Terroristen haben, das ist jetzt verboten, der Besitz. Ja. Ich musste also mein G3-Magazin, das ich irgendwann mal als Händler von einem Großhändler bestellt hatte, das musste ich jetzt unauffällig entsorgen, weil der Besitz von dem Ding könnte mich ja in Teufels Küche bringen. Ist ja nicht so, dass irgendwie ein G3-Magazin mir jetzt sonderlich fehlen würde. Mir fehlt ja auch das dazugehörige G3 und ich jammere auch nicht. Jedenfalls nicht viel. Jedenfalls nicht laut. Aber warum soll ich gute Sachen in den Müll schmeißen? Nur weil irgend so ein Schreibtischtäter meint, oh, das wird wahnsinnig viel helfen. Dann setze ich allerdings voraus, dass Schreibtischtäter doof sind. Die sind aber nicht doof. Im Gegenteil, die meisten sind sogar schlau. Die wissen also, wenn ich davon ausgehe, dass sie schlau sind, die wissen, dass es absolut nichts bringt und völliger Kokolores ist. Aber irgendwann steht die nächste Wahl an. Und dann muss es ja sein, seht her, wir tun was. So, jetzt muss ich mal eben den Lenker querstellen und gucken, ob hier frei ist. Ist es nicht. Das ist das Schöne, ne? Bei der LT sind die Spiegel an der Verkleidung angebracht. Das heißt, man kann sie nicht in irgendeine Richtung drehen, die einem gerade passt. Sondern da muss ich den Kopf dann so um 150 Grad nach hinten drehen. Das knackt dann immer so vernehmlich. Mit einem normalen Motorrad kann ich einfach den Lenker ein bisschen zur Seite drehen und gucke in den Spiegel da hinten. Das geht auch. Und freundlich grüße ich den freundlichen Motorradfahrer. Wie sagte man früher, woran erkennt man freundliche Motorradfahrer? An den toten Fliegen auf den Zähnen. Die lächeln eben viel. So, da vorne haben wir die nächsten Schnarchnase. Hier oben sind 100 erlaubt, aber 5 Kilometer weiter steht ein Schild Tempo 70 und viele fahren dann vorsichtshalber auf der gesamten elenden langen Strecke erstmal Tempo 70. Überholen ist hier also schwierig. Selbst in Corona-Zeiten ist der Verkehr hier doch so stark, dass du eigentlich immer irgendwie Gegenverkehr hast. Beziehungsweise dadurch, dass das ein bisschen kurvig ist, hat man eigentlich auch nie so wirklich freie Sicht auf den Gegenverkehr. Und dann ist irgendwo der Punkt erreicht, wo die Sache, also das Risiko nicht mehr wert ist. Mit dem Motorrad hat man es dann natürlich noch ein bisschen einfacher. Einerseits, weil man wenig Platz braucht und andererseits, weil man viel schneller ist als die in ihren vierrädrigen, gummibereiften Kasperbuden. Aber mit dem Auto kannst du eigentlich nur die Zähne oder auch andere Dinge zusammenbeißen. Damit leben, dass du halt wieder einen Träger vor der Nase hast. Ist übrigens kein Witz, ich habe hier tatsächlich schon auf der Schnellstraße Träger vor mir gehabt. Ja, der hat sich gesagt, ach egal, ist kürzer, fahren wir mal über die Schnellstraße. Die 10 Kilometer können die Autofahrer auch mal langsam fahren. Oder es heißt halt hier über die Hochstraße. Ja, wieder überall, hallo, hallo, wink, winke. So, gleich sind wir wieder da.
mir ist auch total warm. Ne? Also bei 20 Grad ist so eine Jacke schon mollig. Aber die Fransen wehen im Wind. Das werde ich so richtig nachher erst sehen, wenn ich die Videoaufnahmen zusammenschneide. Ich muss der Kamera ja erstmal sagen, wo sie hinfilmen soll. Die filmt ja kugelförmig alles. Und hinterher muss ich ihr sagen, so, jetzt guck mal dahin und dann drehe ich mal in die Richtung und überhaupt. Das ist immer sehr aufschlussreich, aber man guckt halt gerne auch mal in die falsche Richtung, weil man mein Gesammel ja nicht hört, wo ich ständig darauf hinweise, wo interessante Dinge zu sehen sind. So, jetzt sind wir da. Wir sind da, ja, ne? Jetzt abreißen, Dammische. Jetzt fahren wir, ne? Ne, einige fahren wir. Hapsa. Immer schön langsam. Ich habe mir angewöhnt, hier sehr sinnig durchzufahren durch diese Schmalstelle. Wenn man den meinen normalen Motorrädern geht das so einigermaßen, aber wenn mein Dickshifter durch will, wird das schon ganz schön eng. Nur so eine knappe halbe Tonne da durchzuwuppen, ohne zu sagen, oh, jetzt richte ich die Karre noch ein bisschen aus. So, da sind wir. Gang raus, Ständer auch raus, überhaupt so ziemlich alles raus. Oh. Sich wieder nach dem Schlüssel bücken, der irgendwo hier unten ist. So, Klappe auf. Aber erstmal nur die, weil das ist das Thermometer. Ja, das Mikrofon dran. Jetzt mache ich noch einen Synchronklatsch für den Fall der Fälle. 3, 2, 1, Klatsch. So. Und damit können wir hinterher alles synchronisieren. Danke fürs Reingucken. Ja, wenn das Wetter noch besser wird, dann öfter mal wieder. Jetzt drücke ich hier irgendwo Stopp. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Stoppknopf.